Eh bien, c'est ce qu'on appelle une conclusion en fanfare. Das war ein großartiges Ende unseres Konzertes mit der Suite aus Schwanensee von Peter Tchaikovsky. Dimitri Liss dirigierte das Ural Philharmonic Orchestra von der 22. Volljournée de Nantes. Seit 22 Jahren findet das statt. Wir haben 350 Konzerte jedes Jahr, 1000 Künstler, mehrere Tage, wo es hier rund geht in Nantes. Und das ging nun mit diesem Konzert zu Ende. Viele dieser Konzerte können Sie sich anschauen, noch einmal anschauen auf Arte Concert mit Richard Galliano, Sayaka Shoji und vielen anderen. Das steht noch mehrere Monate für Sie im Internet zur Verfügung. Die nächsten Termine auf Arte stehen auch schon wieder fest. Es wird in den nächsten Sonntagen auf Arte eine Serie geben, in der Rolando Villason die Stars von morgen vorstellt. Unter anderem die Trompeterin, die wir heute gesehen haben, Lucienne Renaudin-Vary. Ihnen noch einen schönen Abend. Bis bald.